Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Party 2. Wir kommen heute auch schon zugleich zu den letzten Runden tatsächlich hier von der ersten Stage, nämlich der Piraten-Stage. Aktuell bin ich weiter mit einem Stern und hier unser Yoshi hier, der gerade am Zug ist, ist erster. Falls ihr jetzt weshalb auch immer den ersten Part verpasst haben solltet, schaut es euch nochmal an, denn jetzt wird's spannend. Und die Parte bauen bis jetzt aufeinander auf. Zumindest der vorletzte und der letzte. So, ja, jetzt muss die Peach hier so ein Mini-Battle-Game machen und der... Ah ja, und uns wurde allen Münzen gestohlen, das... Ja, hat die Peach ganz toll gemacht, dass sie auf dem Feld gelandet ist, wo uns hier alle Münzen weggenommen werden. Ne, das ist... Das ist nicht schön. Na super. So, jetzt müssen wir auch noch alle Minigame machen, oder was? Ah ja, sehr schön. So, Yoshi. Scheiße, das ist nicht easy. Wenn der wenigstens mal sehen würde. Hallo? Hallo, wenn ich das wenigstens mal langziehen könnte. Nee, da habe ich es verkackt. Ich habe am wenigsten gemacht, irgendwie hinbekommen. Ja, das war aber sehr knapp. Aber trotzdem. Ja, ich bin verleidet am Vierter geworden. Alles klar, wie ab dem viel Münzen die einfach bekommen. Dass der Dritte nichts bekommt, das ist immer sehr interessant, doch tatsächlich. So, jetzt Donkey Kong dran. Der nimmt ein Item. Ja, und danach haben wir dann auch so diese Runde abgeschlossen. Und es gibt ein Minigame. So, er darf 11 Felder gehen, weil er ein Item benutzt hat, ne? So ein Seater-Item, wenn man es so nennen wollen. Oh, und dann kommt auf dem Bowser-Feld. Der Arme, denn der wird jetzt hardcore auseinandergenommen. Und wenn ich sage hardcore, meine ich hardcore. Und mit 15 Münzen ist Donkey Kong erst noch schonend davon gekommen. Aber so viel ich bis sonst immer. Ich bin sonst immer Vierter und habe wenige Münzen. Und dementsprechend bin ich jetzt als zweiter Platz mal happy. So, und jetzt gibt es ein 2 vs 2 Minigame. Ich und Yoshi. Das kann eine gute heißen, denn wir führen aktuell. Aber wie geht das jetzt erstmal? Magnet Card. Ah ja, man muss möglichst viele Münzen einfach einsammeln und in das Ding da bringen. Das dürfte mal klar sein. Los geht's. Ah ja, Ah ja. Hallo, nein. Scheiße. Der Junge ist gerade so behindert. Alles klar, Yoshi wirft einfach mal die Herztruhe runter. Bin gerade so dumm nach vorne zu steuern. Hallo. Ach, scheiße. Mann, ich habe nur eine Münze. Finde ich nicht toll. So, jetzt bin ich wieder dran. So. Ah ja, danke schön. Aber 3 Münzen bekommen wir es wieder. So, jetzt ist Yoshi dran. Der ist doch so ein argster Konkurrent, der meisten vorne ist. Aber Leute, auch in... Alles klar, der hat schon ab Münzen. Ja, das sagt er deutlich vorne. Aber auch in, keine Ahnung, 4 Runden, 5 Runden, wo auch immer wir jetzt noch haben, kann sich sehr viel ändern. Und danke, dass mir keine Münzen gestohlen wurden. Sind nur Yoshi. Ein Stern. Oh, shit. Und damit ist Peach plötzlich, der sagt, ist gerade das einfach mit dem, ändern.
Auf einmal bin ich Dritter und Pi Zweite, weil die einen Stern bekommen hat. So leicht geht es, so leicht kann es alles ändern. Und Donkey Kong bekommt hier in dem Fall tatsächlich auch seinen ersten Stern, in zwei Runden, wenn er beim Toad steht. Und damit ist dann wirklich endgültig alles offen. Und wenn das wirklich so kommt, wie ich es gerade vorausgesagt habe, und es sieht sehr danach aus, dass dem so sein wird, haben wir etwas, was ich noch nie in Mario Party hatte, das alle vier Spieler an Stern hatten, zum Ende hin, und das so verdammt spannend wird, wie es hier sein wird. Dementsprechend brauche ich mir gehypt zu sein. So, jetzt habe ich mir gar nicht durchgelesen, was hier wie funktioniert. Das finde ich jetzt super. Das heiße. Ich hätte mir vielleicht mal durchlesen sollen, wie das Ganze funktioniert. Ja, ganz gut. Ich tippe mal darauf, dass Peach gewinnt. Ha. Ja. Und das passt mir irgendwie gerade gar nicht in Kram. Weil so holt sie auch auf. Und ja. Ich bleib Dritter auf meinem Platz. Und Donkey Kong bekommt auch gleich einen Stern. Und das ist dann alles nicht so schön. Na, also das kann jetzt ganz easy für mich einfach mal schief gehen. Um es wirklich mal ganz verbal zu sagen. Und es sieht sehr danach aus, dass ich in meinen letzten Runden wirklich Stress bekommen könnte. Und darauf habe ich gerade gar keine Lust, aber... Nun ja, es sieht danach aus. So, jetzt spielt die Peach ein Minigame alleine. Das heißt, wir können zurücklegen und dies genießen. Beziehungsweise nicht genießen, je nachdem, was wir wollen. Was alles dauert bei der Peach eh nicht so lang. Also sorry, das ist ein bisschen angeschlagen klingt, aber es war halt den ganzen Tag krank. Richtig. Das ist nicht schön, Leute. Ich sag's euch, wenn man krank ist, das ist nichts Schönes. Also, ja, wir haben jetzt eine Kiste bekommen. Also Peach hat die Kiste bekommen. Das heißt, der hat dieses Minigame dementsprechend automatisch gewonnen. Das ist sehr schön. Und ja, jetzt haben wir mal Donkey Kong und der kauft jetzt eben einen Stern. Und das meine ich das. Jetzt ist eigentlich so gut wie alles wieder offen. Jeder von den vier Leuten hat einen fucking Stern. Jeder kann noch Erster werden. Und wir haben noch drei Runden. Das ist jetzt wirklich nur noch mit Glück. Ist mehr und nicht weniger. Wer diesen Toad, beziehungsweise den Geisterfuzzi, der die Sterne klaut, als erstes erreicht, wird dieses Game für sich gewinnen. Das sage ich voraus. Und der genügend Münzen hat. So wie das Bewertungssystem es halt sagt. Ne? Das wissen wir schon. Dementsprechend, ja, noch ist alles offen, aber es bleiben halt so langsam nur noch wenig Runden übrig. Dann endet hier gleich irgendwie nur noch eine Runde oder so und dann wird der ganze Spaß erst so richtig lustig. So, man muss hier ganz schnell hochklettern. Ja, fragst du, was hat überhaupt unter. Ah. Mann über Bord. Was heißt wie. Hä? Alles klar, ich drücke die ganze Zeit die Tasten, die ich drücken soll. Und das heißt, da kriege ich. Ach, die springen so hoch. Alles klar. Ja, nee, ist klar. Die beiden ersaufen einfach mal. Sehr schön. Und das ist gewinnt. Also, dieses Minigame, mit dem kann ich mich de facto aktuell nicht anfreunden. Um es auf gut Deutsch zu sagen: dieser Krakaseis. Und ja, Krakaseis. Sonst nix. Und überhaupt, ficken. Sorry dafür. Ich musste nur gerade etwas zitieren, was ein Freund zu mir neulich beim Spielen gesagt hat. Und dies war das Zitat. Mann, mein Deutsch hat immer wieder perfekt. Ja. Also sagt er schon, wer wie viel der Platz ist. Und sagt er, wer gewinnen wird. Ja, seiner Meinung nach wird... Warte mal, Cooper. Donkey Kong wird gewinnen. Meistens ist dem tatsächlich auch so. Na, danke. Möchte das jetzt keiner, oder was? Es wird jeweils das doppelte beiden jeweiligen... Feldern, das heißt, bei blauen Feldern bekommt man plus 3 Münzen.
Aber leider bei den roten plus 6 Münzen. Ja, sorry, nicht 3, sondern plus 6. Aber beim blauen auch minus 6. So, und wie ihr sehen könnt, die letzten 5 Runden pressen an. Die machen müssen noch in dem Part. Dann wird der halt einfach mal länger. Und jetzt können wir sehen, wo wir landen würden. Oh, da ist der. Auch wenn ich jetzt hier in dem Fall 6 Felder verliere, bin ich wirklich direkt am Stern dran. Das ist mir jetzt alles scheißegal, solange ich noch 20 Münzen habe. Nein! 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 Es geht in die falsche Richtung, ist verloren! Nein! Ich darf auch noch in die falsche Richtung, ist voll Idiot! Ich hätte doch so rumgehen sollen, wäre es gegangen. Wie dumm! Wie ich gerade darüber, wie ich mich aufgeregt. Ich dachte, da geht's nach links, aber es geht nach rechts und das wird mir jetzt echt zum Verhängnis. Und wieso sitzt es gerade auf einem fucking Piratenschiff, wie so ein behinderter Typ? Das ist doch der Horror. Und wieso bin ich jetzt hier? Warte, ich bin Vierter. Nein, das ist... Ach, damit. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ja. Was? Alles klar! Alles klar! 9 Münzen! Jetzt ehrlich, wie asozial ist das gerade eigentlich? Das ist jetzt erst asozial, jetzt fühle ich mich wirklich verarscht. Ich lasse weiter, jetzt bin ich Vierter. Sowas ist für mich gerade echt verarscht. Mann! Dies ist ärgerlich. Ne, jetzt klaut mir auch noch ein Item. Ganz ehrlich, wie sehr soll ich jetzt eigentlich noch gefickt werden? Wie sehr? Wollen wir jetzt auch nochmal Stern klauen oder was? Ganz ehrlich. Das ist heiße. Meine gute Laune ist jetzt auch futz. Mann! Soll ich jetzt in 4 fucking Runden das hier alles wieder hinbekommen? Ich hab keine Lust. Ja, Joss, ja, jetzt hat Blitz natürlich hier irgendwie 2 Würfel und kann 19 Felder gehen und landet wahrscheinlich auch noch direkt beim Stern. Das wäre mir nicht das, was ich wohl klar finden würde. Und ich voll noob jemand einfach die falsche Richtung. Oh. 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 Das ist einfach nur nervig, aber okay. Wir müssen meine Fehlentscheidung und alles akzeptieren und müssen sagen, es ist okay. Angesichts dessen, dass Pete jetzt irgendwohin versippert wurde. 3 von 4 Leuten sind auf dem Boot. Och komm, ich gebe schon wieder ein Minigame. Och nee. Nee! Wetten, dass ich hier als Arschgeige wieder dran muss. Ha! Ah. Wenigstens einmal, dass ich nicht dran muss. Halleluja. Sonst wäre es richtig eskaliert. Weil dann hätte es alle Münzen losgeworden. Und das wäre nicht denkbar schön gewesen. So, der erste diese Maschine, der wird gewinnen. Aber ruhig, wir können. Ach, sorry. Wir können da Pete gerne alles wegnehmen. Das ist mir sogar Rest. Und dann werde ich wenigstens nicht ganz letzter. Aber Halleluja, ich muss jetzt an diesen Geist vorankommen. Weil beides einen zweiten Stern habe, bin ich eigentlich schon am Gewinnen. Auch du hast gerade so der Bade Fehlentscheidung. So, das kann Donkey Kong, ja gut, wählen, wer was an wen bringt. Hoffentlich bekomme ich einen Stern. Auch hier wäre alles andere ungerecht. Pete haben wir schon mal. Yoshi, ich bin zum Beispiel Snyder. Dann kommt jetzt die andere, so, na gut, nur Münze. Ja, das geht ja noch. Und wie gesagt, ah ja, nee, geht nicht mal. Ah ja, jetzt ist das Dorf auf einmal Dritter. So schnell kann es gehen. Und Pete ist Erster, das sage ich ja. In 3 Runden kann alles passieren. Das ist das Coole. So, Slot Car Derby, oder wie das heißt. Watch that, das weiß kein Mensch. Ach Gott, das kennen wir schon. Probier das mal, sagst du dazu.
Also, wie immer, hier Mario Kart Carrera Bahn Style. Los geht's. 3, 2, 1, go! Wir fahren Mario Kart auf dem Mario Party 2 auf den N64. Und ich bleib liegen und verrecke grad hier. Aber es ist mir scheißegal. Denn wir spielen Mario Kart auf dem N64 und nicht. Nein! Du kurz vor dem Ziel! Alles klar, haben wir noch eine Runde. And I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Wie scheiße war denn das? I play Pokémon Go. Wie scheiße! Wir sind jetzt gerade, das heißt, ich übersteuere gerade völlig. Ich bin gerade echt derbe frustriert. Das ist das hier von der Scheiße. Jetzt bin ich 4. Und ich jetzt nur noch 4 Runden. Und mir kotzt die ganze Scheiße gerade derbig an. Mann. Oh, jetzt bin ich 3. Weil ich einen Punkt gemacht habe, ey. Applaus. Bin genauso gut wie Yoshi. Korrektur, ich bin besser als Yoshi. Korrektur, ich bin genauso gut wie besser. Yoshi ist besser als ich. Nee, wenn es kein Wunder passiert, dann werde ich einfach verlieren. Das ist was heiße. Aber es ist so. Und das muss akzeptiert werden. Und der Donkey Kong bekommt ein 2. Stern. Das war so klar, dass er einfach gewinnen wird. Wie einfach schon sagen. Ne? Donkey Kong wird gewinnen. Das war mir einfach sowas von klar. Und er wird gleich noch seinen 3. Stern bekommen, höchstwahrscheinlich unter Umständen. Ne, das war nichts, aber trotzdem. Donkey Kong wird, das war mir so klar. Sobald sie sagen, Donkey Kong wird gewinnen, dann macht das der Computer nur so, dass die da an Sternfeld landen und er gewinnen muss. Das ist aber mir jetzt jedes Mal so, dass die Voraussagen gestimmt haben. Sonst wäre es das Mann und würde keinen, Sinn machen irgendwie. Ne? Dementsprechend müssen die Voraussagen stimmen. So, und das ist jetzt hier. Ah ja. Wieso kann ich mich gerade nicht nach vorne bewegen? Ich komme gerade hier von dieser Mauer nicht weg. Hä? Wie bewegen die sich? Ich kann mich nicht wegbewegen. Ah. Das ist heiße, andere Steuerung oder was? Ihr habt immer ungewohnt, ist denn das? Ich kapiere das gerade auch mit diesem Rumble. Mit diesem HD-Pack, Rumble-Pack, wollte ich schon sagen. So, was ist jetzt passiert? Was haben wir gemacht? Was hätten wir machen sollen? Ich wollte nur, dass man wieder 4. bin. Wie frustrierend ist dies eigentlich? Ah, spannend, ne? Und ja, im nächsten Part machen wir die letzten 3 Runden. Das machen wir erst im nächsten Part. Sorry, aber im nächsten Part machen wir das. Da bekommen wir auch den Gewinner gesagt. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!